Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Project Ozone 2 Cover Mode. Oh yeah. So, wir haben in der letzten Folge die ersten Magical Crops gemacht. Was war das denn? War gerade so eine Mischung aus Rülpsen, Husten und Gähnen. Auf jeden Fall, wir haben die ersten Magical Crops gemacht. Davon habe ich auch schon 2 auf 10-10-10 gebracht. Ich muss mal ganz ehrlich sagen, das ist scheiße öde. Deswegen würde ich schauen, dass wir auf die Farming Station gehen. Was bringt uns ein Moment, hä? Scheiße. Die kann ja nur ernten. Falsch. Es gibt die Agricraft Farming Station. Dafür brauchen wir eine normale Farming Station mit diesem Farming Base Module. Und dafür brauchen wir Capacitor Limed Housing Plates und dafür brauchen wir Organic Capacitor Shells und Organic Capacitor Gel. Und das kriegen wir über Capacitor Seeds. Und wie wir sehen, diese Capacitor Seeds geben Basic, Double Layer und Octetic Capacitor. Zwar zu einer niedrigen Rate, aber sie geben sie. Wir brauchen halt als Boden Basic Capacitor Bank, die Power hat, wohlgemerkt, und Bedrock. So, wie kommen wir jetzt an Bedrock ran? Wir haben Bedrock. Ich hatte eigentlich vorgehabt, diese Fläche da zu lassen. Was ich mich jetzt frage. Card. Können wir eine Cardboard-Box machen? Das will ich jetzt mal gerade kurz machen. Müsste ja über Slabs auch gehen, so wie ich das gerade gesehen habe. Ja, Sulfur schön. Komm schon. Eins. Ja, wir brauchen noch mehr Holz. Vielleicht war Slab dann doch ein bisschen zu geizig. Nehmen wir mal 4 Jungle Wood Planks. Hoffen, dass wir daraus was rauskriegen. Vielleicht könnten wir so eine mit einer Cardboard Box, die sammelt schnell. Habe ich das an, ja. Die bewegen. Ich will jetzt hoffen, dass es geht. Ne. Schade. Aber naja, so eine Cardboard-Box können wir bestimmt auch noch gebrauchen. Dort kann er rein, dort kann er rein. Das. Das machen wir aus. Dann würde ich sagen, dann machen wir das doch einmal weg. Zum Wohle, dass wir das aufladen können. Also diese Capacitor-Seeds machen können. Oder alternativ, ich weiß, was wir machen. Im Nether gibt es manchmal solche Löcher. Werde ich da mal offscreen eins suchen. Und dann machen wir uns da einen Portboot hin. So, auf jeden Fall würde ich mal schauen, dass wir heute die Capacitor Seeds machen. Dafür brauchen wir 3 normale Seeds. 2 Bone Meal, 2 Soul Sand, ein Enderman Head und ein Octet Capacitor. Größtenteils ist das alles gar kein Thema. So, Bone Meal, Enderman Head haben wir hier. Bin ich gerade blind? Also, das. Ja, gut. Gut, gerade mein. Tatsache. Ja, gut. Haben wir eine Crafting Station weniger. So, wir brauchen noch 2 Soul Sand. Hier. Und 3 Seeds. Da bieten sich doch mal hier. Hier. Melon Seeds an. Zack. 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 Und wir brauchen nur noch den Octadeck Capacitor. So, für einen Octadeck brauchen wir
2 Weapon Ally, ein Glowstone und 2 Double Air. Für Double Air brauchen wir 2 Energetic Alloy, Pulverized Coal und Basic. Und für Basic brauchen wir Red Alloy Ingots und Capacitor. Und dafür brauchen wir Red Alloy. Das heißt, ich mach mal gerade. Ich mach echt mal einen Stack. Ah ja, den Laser habe ich auch fertig gebaut. Hat er eigentlich da gedingelt? Nö, müssen wir mal im Inventar haben. Gut. Danke. Theoretisch gesehen können wir jetzt einfacher die Capacitor und sowas craften, aber naja, wir kommen so ganz gut schon klar. Also es ist jetzt nicht so, dass wir damit Probleme hätten. So. Ich hatte heute meine zweite Fahrstunde. Hat echt Bock gemacht. Und nach der Fahrstunde hatte ich direkt noch eine Fahrstunde. Quasi Fahrstunde vorbei. Wir haben den nächsten abgeholt und ich sollte dann einmal aufrücken, dass ich für den nächsten. Und der hat sich dann 2 Sekunden vor Fahrschulbeginn abgemeldet. Beziehungsweise krank gemeldet. So, 4, 8, 16. Dann können wir die hier schon mal machen. Machen wir nochmal einen Koppelblock auf und einen Goldblock. Oder 2. Gold müsste ich dann nicht mal durchcraften. Durchschmelzen. Zack, zack. 4 Stück. So, wir brauchen jetzt Gold. Dann mache ich doch mal gerade. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So. Hier ist nicht der Block drin, sonst hätten wir gleich jede Menge Gears gehabt. Zack, zack, zack. Dann werden da die Goldblöcke gemacht. Wie sieht das hier aus? Wir brauchen ja noch Energetic und Vibrant Alloy. Das heißt, wir brauchen 4, 6 Energetic. Glowstone muss ich mir von drüben holen. Und 2 Vibrant. Oh cool. Ich habe einen kleinen Bug im System entdeckt. Wir brauchen ja für einen Glowstone, 9 Glowstone das, aber da werden nur, wenn ich das gerade richtig gesehen habe, 4 Glowstone rausgezogen. Ja, cool. Zack, zack, zack. So. Wir brauchen noch Pulverized Coal, 2 Stück. Danke. Wie sieht das hier aus? Muss ich noch irgendwas rausfreuen? Nein, nein, nein. Gut, das läuft jetzt. So. Dann können wir das hier schon mal rausholen. Holen wir auch das Gold. Machen wir mal gerade so, das sollte erstmal reichen. Ah ja, ich habe auch mal Terra Steel aufs Skin gemacht. 5 Blöcke haben wir jetzt einmal.
Einen brauchen wir ja noch für den letzten Infusion Stone und einen brauchen wir ja noch für die Seeds. Also 4 brauchen wir noch für Seeds. Zack. Oh, das geht schon schnell. Ich schätze mal, wenn wir jetzt demnächst die Seeds haben, also die Nether Quartz Seeds, dann werden wir mal anfangen, unsere Base zu bauen. Weil ich würde gerne wieder mit den Quarzblöcken bauen. Weil ich einfach dieses Design mit den Quarzblöcken mag. Und ich freue mich schon, wenn wir dann jede Menge Capacity haben. So, wir müssen dann nur schauen, dass wir das Ganze dann noch powern können. Machen wir schon mal das nächste. So, Energetic Alloy. Einmal und zweimal. Dann holen wir uns mal hier eins Glowstone. Sehr schön. Das erste ist jetzt. Ne, das ist noch ein Energetic Alloy, das jetzt gleich hier reingeht. Genau. Also, wir kriegen es über ganz kurz zu zeigen. Wir brauchen dann für die Capacitor Seeds kriegen wir Organic Capacitor Shells. Die wir brauchen für diese Lined Housing Plates. Organic Capacitor Gel brauchen wir auch dafür. Und Organic Capacitor Core, was irgendwie so eine Niete ist. Ich werde auf jeden Fall dann irgendwie 6 Drawer anschließen. Ich finde den Himmel hier so schön. Warte mal einen Moment. Ich wüsste, wie wir leicht an Bedrock kämen. Ja. Da wir das auch eh noch machen müssen. Und ich sage bewusst müssen. Ja, das machen wir jetzt nochmal. Wir haben ja noch genug Zeit. Weil ich weiß, was wir noch in dieser Folge machen können. Oh, Quest updated. Wo denn? Ach so, hier. Wir müssen ja eh noch hier einiges machen. So, Capacitor Seed. Das kommt hier dann mal wieder rein. Genau wie das. So, wir machen jetzt ein Portal to the Last Millennium. Meine sogar mittlerweile Lieblingswelt, obwohl ich damals noch gesagt habe, was soll der Scheiß, was ist das überhaupt? Diese Welt ist sogar verdammt hilfreich. Verdammt hilfreich. Wie gesagt, es ist mittlerweile eine meiner Lieblingswelten geworden. So, 4 Stück hiervon. Eins hiervon. Burn Quartz. Mach mal bitte. So, zack. Farbe brauchen wir. Haben wir davon nicht noch was hier? Was brauchen wir? Magenta haben wir. Und Purple kriegen wir. Ein Rot und ein Blau, das ist easy. Ich würde sagen, wenn ich dann noch Lapis hätte, habe ich aber auch. So, und hier 4 Cleanstones. Gut. Zack. Portal to the Last Millennium. Das war sogar eine Quest.
Alter. Platzieren wir das mal gerade. Diese Pickaxe ist so krass. Die ist einfach so krass. So, dann machen wir mal so, zack. Willkommen im Last Millennium. Hallo, ich bin der letzte Villager. Tschüss, letzter Villager. Ich wollte gerade sagen, was hat mir da gefehlt? Ich habe mich gerade schon gewundert. Wo zum Henker ist meine Mobfarm hin? Aber ich habe mich nur falsch gedreht. So. Ich schaue mal ganz kurz durch, was wir gebrauchen könnten. Wir werden zwar später noch Villager brauchen, aber das können wir vergessen. Das sage ich schon bewusst so, dass wir das vergessen können. Das bringt uns quasi gar nichts, dass wir den einfangen. Wir können aber trotzdem mal hier etwas Licht sponsern. So, das Schöne ist, hier runter ist auch Bedrock. So, wir brauchen jetzt einmal einen Weg zurück. So, nach M kommt meistens N. Wir brauchen eine Basic Capacitor Bank, beziehungsweise 3 Stück. Das heißt, wir brauchen 12 Capacitor, wir brauchen 3 Redstone Blöcke und 12 Conductive Iron. So, na. Wieso mache ich das gerade so schwierig? Wieso einfach, wenn es so schwierig geht? Willkommen bei Dosh. So. Was ich mir gerade ganz kurz machen möchte, was mich so ein bisschen triggert gerade. Zack. Oh, die können sich auch schon wieder gut auf. So. Das habe ich so ein bisschen getriggert. Okay, wir brauchen wie gesagt noch Capacitor. Wir brauchen 12 Stück. Und noch Gold. So. Ich befürchte fast, das wird nicht reichen. Ich befürchte fast, das wird nicht reichen. Ja gut, dann müssen wir eben noch mal ein kleines bisschen Redstone-Alloy machen. Oder Red-Alloy. Gold ist ja jetzt nicht so das Hardcore-Thema. Acht. Okay, wir müssen nochmal einen Block aufmachen. So. Zack. Das sollte jetzt passen. Und wir brauchen noch 4 Red Alloy, glaube ich.
sollte das passen. Ich bin auch wieder in letzter Zeit ein bisschen ruhiger beim Aufnehmen, ist mir schon aufgefallen. Also so gerne mal halte ich mal so ein bisschen für die Zeit die Fresse. Ich meine, klar, euch tut es bestimmt mal gut, wenn ich mal die Fresse halte, mache ich jetzt. Ich meine, wer kann sich hier das Gebrabbel dauerhaft geben? Ich glaube kaum einer. Aber, das ist etwas, was ich noch echt verbessern muss an mir. Aber ich glaube, ich bin da schon mal froh, dass ich das wenigstens erkannt habe und nicht gesagt habe, ich bin der Beste, ich bin perfekt, Junge. So. Warum echt noch 2 Gold? Wie ziemlich fett. Are you verarsching me? Ich bin ja gerade so mit einem leichten Grinsen, ne? Dann nehmen wir hier das Conductive Iron mit raus. Wie jetzt? Alter. Geil, ist ja heute, als ich Auto gefahren bin, sind wir durch eine Stadt gefahren, die bei uns in der Gegend abgetragen werden soll. Durch die Rheinbraun. Und ich muss sagen, das ist echt eine Geisterstadt. Das ist eine verdammte Geisterstadt geworden. Fand ich jetzt richtig krass, als ich heute da war. So, wir brauchen jetzt generell erstmal nur 3 Stück. Damit wir schon mal die Seeds crossbreeden können. Die Capacitor Seeds. Es gibt welche, die sind der Meinung, das ist nicht wert. Ich bin der Meinung, es ist so etwas von wert. Du sparst ja so viel tausend nochmal Crafting-Arbeit und es kostet dich wirklich gar nichts. So, also ich werde dann jetzt gleich nochmal offscreen hier nochmal so ein Ding jetzt hier. Wie heißt das? Ich hatte nochmal so ein Firmo Electric Generator von Immersive Engineering machen. Wie wir es gemacht haben für die Lootbox. Boxen, für die Lootbags. Und dann werde ich euch mal ganz kurz zeigen, wie die ich fühle mich immer wieder verarscht. Wie man die anpflanzt, die Capacitor Seeds. Weil das ist auch noch ein bisschen eklig. Gut, würde ich sagen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut und tschüss.